EA Pop Productions. EA Pop Productions liest Ludwig Tieck. Denkwürdige Geschichtschronik der Schildbürger in 20 lesenswürdigen Kapiteln. Heute Kaput 9. Der Bürgermeister stirbt. Ein anderer wird gewählt. Sein Charakter. Die Schildbürger hatten sich nach und nach so in ihre Lage gefunden, dass keiner unter ihnen mehr daran dachte, dass sie den Vorsatz gefasst hatten, sich närrisch zu stellen. Die Natur und das Genie machten, dass sie der Kunst gänzlich entbehren konnten. Alle Dinge, die sie unternahmen, trieben sie daher auch sehr ernsthaft. Und so gingen sie immer tiefer in das Gebiet der Torheit hinein, so dass es ihnen endlich unmöglich fiel, den Rückweg wieder anzutreffen. Es traf sich, dass der damalige Bürgermeister starb und dass daher ein neuer gewählt werden musste. Die Einwohner hatten bis dahin immer die Ältesten und Einsichtsvollsten zu diesem Amte genommen. Jetzt fielen sie darauf, einmal eine Abwechslung vorzunehmen und einen Mann einzusetzen, der stark von Gliedern wäre, damit er im Amte länger ausdauere und sie nicht zu oft die Mühe des Wählens hätten. So kam der Meister Kaspar zur Regierung, der bis dahin Fleischer gewesen war. Die ansehnliche Statur des Mannes schien dem ganzen Staate Ehre zu machen, und alle Schildbürger versprachen sich eine äußerst vortreffliche Regierung. Er trat sein Amt mit vielen guten Vorsätzen an und ging daher zuerst ins Bad in die nächste Stadt, um alles von sich abzuwaschen, was dem ehemaligen Kaspar gehörte, damit er das neue, vornehmere Leben nachher umso bequemer anfangen könnte. Diesem begegnete unterwegs ein anderer, der ehemals sein Kamerad gewesen war und nicht wusste, dass er jetzt Bürgermeister zu Schildau war. Er fragte also ohne Umstände: »Kaspar, wo gehst du hin?« Der Bürgermeister besann sich nicht lange, sondern antwortete sehr behende: »Mein Freund, mit dem Du und dem Kaspar ist es nun vorbei, denn wir sind solches nicht mehr. Wir sind nunmehr unser gestrenger Herr, der Bürgermeister von Schildau geworden.« Er ging hierauf in die Stadt, ins Bad und setzte sich nachdenklich auf eine Bank. Nach einiger Zeit fragte er einen anderen, ob dies die Bank sei, auf der die Herren zu sitzen pflegten. Als man ja antwortete, rief er: »Seht, das habe ich mit meinem Verstande doch gleich gemerkt, denn ich bin Bürgermeister zu Schildau geworden.« Die übrigen lachten, aber er beharrte in seiner tiefsinnigen Positur. Der Bader kam und fragte, ob man ihn schon gerieben und ihm den Kopf gewaschen habe. Kaspar aber sagte: »Ach, lieber Bader, wir Bürgermeister in Schildau haben so wichtige Sachen zu sinnen, dass ich unmöglich darauf habe Acht geben können.« Als er gebadet war, ging er wieder nach Hause, und seine Frau trug ihm auf, ihr zum nächsten Sonntag einen schönen Pelz zu kaufen. Er ging also wieder in die Stadt und fragte gleich im Tore, wo der Mann wohne, bei dem die Bürgermeister ihren Frauen Pelze zu kaufen pflegten. Da die Leute seine Narrheit merkten, schickten sie ihn erst zu einem Wagenmacher und dann zu einem Bäcker. Endlich aber geriet er an einen Kürschner, wo er sich einen sehr schönen Pelz aussuchte. Die Frau war über die Maßen glücklich und konnte den nächsten Sonntag gar nicht erwarten, um sich damit öffentlich in der Kirche zu zeigen. In der Nacht vorher schlief sie gar nicht und glaubte endlich, es würde gar nicht Tag werden. Die Sonne ging aber doch zu ihrer großen Freude auf, und nun fing sie sogleich an, sich zu schmücken, um dem neuen Pelze keine Schande zu machen. Sie hatte so lange gezögert, dass es sich also so fügte, dass man eben wieder aus der Kirche nach Hause gehen wollte. Alle Weiber waren daher aufgestanden, als sie in die Kirche hereintrat. Sie glaubte nicht anders, als es geschehe ihretwegen, sagte also sehr bescheiden: »Bleibt nur sitzen, liebe Nachbarsleute, denn ich überhebe mich meines jetzigen Standes nicht. Ich weiß die Zeit gar noch wohl, da ich diesen schönen Pelz nicht hatte und nicht anders einherging, als ihr jetzt tut.« Der Mann trat auch hinzu und sah, dass einige Hunde in der Kirche umherliefen. Er sagte daher sehr zornig: »Nun wahrlich, ich muss unter meinen Untertanen ein anderes Regiment einführen.« Er gebot hierauf sogleich, dass sich kein Hund durfte auf den Straßen oder an öffentlichen Orten sehen lassen, womit die Schildbürger sehr unzufrieden waren. EA